Ich war am Wochenende auf dem Truck Rally 2024 am Nürburgring. Es war insane cool und ich habe super viel gesehen. Da das Ganze aber ziemlich chaotisch war und überall super viele Menschen waren und es super laut war, konnte ich vor Ort nicht so viel erklären. Deshalb hört ihr meine Stimme jetzt ein bisschen im Hintergrund. Ich hoffe, das stört aber nicht allzu sehr und ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß mit dem Video. Wir sind freitags um ca. 22 Uhr dort angekommen und an dem Abend haben wir uns nur noch in der Müllenbachschleife aufgehalten, wo eine große Bühne war, wo jeden Abend ein anderes Konzert war, an dem Abend Rock und wo jede Menge, also wirklich hunderte von LKWs aufgestellt waren. Tag 2 begann für uns mit einem riesigen Truck-Konvoi, der auf der Rennstrecke veranstaltet wurde. Und davon habe ich auch ein paar schöne Aufnahmen für euch. Like ref shirt, why are we typing? I'd rather FaceTime. You know I like it, but I don't wanna waste time. Answer with your waistlines, taking up the whole can. Whoa, damn, caught staring my attention. Yeah, you own that. Talk to me, love that sound. You know the lock screen, the only time I'll keep you in the background. Either me or you got a pack now. I could come to you or book you a ticket. I'll put the cash down. Lay away. Stay up talking till we falling asleep, yeah. Would you mind if I walk through your dream? Two separate time zones. Either way we're going all night. A place by the edge I fall, I fall. Memes that I say got you left here.
der Konvoi vorbei war, ging es dann damit weiter, dass wir uns das ganze Gelände mal angeschaut haben, was gegessen haben, uns überall mal umgeschaut haben, vor allem auch auf dem Messegelände. Und danach ging es dann damit weiter, dass wir uns das ADAC GT Masters Rennen angeschaut haben, beziehungsweise eins davon, es gab ja mehrere auf die zwei Tage verteilt, Samstag und Sonntag, aber eins davon haben wir uns jetzt angeschaut. Und da die Zeit super schnell vergeht und das Gelände super weitläufig ist, war der Tag auch schon fast rum. Außer abends, denn da gab es wieder ein Konzert und um 23 Uhr ein wunderschönes Feuerwerk. Und mit dem lasse ich euch jetzt mal 2-3 Minuten alleine. Ist doch kein Verbrechen! Und lassen Emotionen freien Lauf, Pyrote. Ist doch kein Verbrechen!
Tag 3 war für uns nur so ein halber Tag, da wir uns um 13 Uhr schon wieder auf den Heimweg gemacht haben. Allerdings wollten wir noch eine Sache unbedingt sehen, und zwar die Sache, weswegen wir überhaupt dort waren, und zwar ein LKW-Rennen. Einen Tag zuvor gab es bei einem von den LKW-Rennen auch einen heftigen Unfall, direkt nach dem Start. Den habe ich aber nicht gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt woanders unterwegs war. Deshalb hier mein kleiner Clip aus dem Fernsehen. Die Ampel ist noch auf Rot geschaltet und jetzt geht's los. Gleich wird Grün gegeben, beziehungsweise ausgeschaltet. Immer noch Rot, Rot, Rot. Jetzt Grün und jetzt kann's losgehen und da beschleunigt der Rainbow Warrior. Oh, da gibt's einen das ist aber mal... Ach du lieber Gott, wir kriegen's hin. Nein, das hat... Ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Unfall auf der Start- und Zielgeraden. Rot, Abbruch. Abbruch, das hat aber richtig geknallt, richtig gerauscht. Hoffentlich ist nichts passiert. Heieiei. Es hatte sich angedeutet in der Startphase hier vorne, vor dem Start, vor der Ampel, ging ein Fahrzeug auf das andere. Es hat ein bisschen geknallt. Haben wir sonst noch irgendwie? Hier haben wir die Bilder nochmal in der Wiederholung des Starts. Da gibt es kurz nach dem, oder jetzt ist Grün, und dann geht die 32, da geht Borswick nach links, dann kommt die 92, die gibt ihm einen mit, Simon Faulkner, und dann gibt es hier diese, ja, wie soll ich sagen, diese Aneinanderreihung von Problemen. Das ist tatsächlich eine Riesennummer gewesen, und das ist gar nicht gut ausgegangen, zumindest was die Trucks betrifft. Und dann hat auch ein Ray Coleman, ist ein bisschen schief, ist ein bisschen quer. Wir haben einen Stefan Kosch beteiligt. Ich habe es gesagt, er kann die Reise fortsetzen. Hier haben wir es nochmal aus der anderen Perspektive. Da gibt es einen richtig mit und dann krachen alle drei in die Boxenmauer. Ich sage es mal einfach ganz neutral. Jetzt wisst ihr auch mal, warum alle weg müssen beim Start von der Boxenmauer. Ihr wisst, warum die Boxenmauer so stabil ist und es die vier Fangzäune. Das war es dann auch an der Stelle von meiner Seite aus. Wir haben uns dann, wie gesagt, langsam wieder auf den Heimweg gemacht. Wir hatten ja noch einen weiten Weg, sag ich mal, vor uns. 300 irgendwas Kilometer waren es. Und es war natürlich viel los auf den Straßen, weil alle nach Hause wollten. Genau. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.